Europa- und Kommunalwahl sind gelaufen. Die großen Verlierer, früher nannte man sie mal große Parteien, lecken ihre Wunden. Und das Personalkarussell dreht munter seine Runden. Bei der Landes-CDU zum Beispiel, da musste Thomas Strobel jetzt von dem Pferd steigen, mit dem er eigentlich bei der nächsten Landtagswahl in die Villa Reitzenstein als neuer Ministerpräsident einreiten wollte. Das Ganze, die Spitzenkandidatur, muss er nun wohl oder übel Kultusministerin Susanne Eisenmann überlassen. Ja, und bei der Bundes-SPD, da hat Andrea Nahles gar keine Lust mehr, mit ihren Genossen weitere Runden zu drehen und steigt komplett aus dem Politkarussell aus. Achim Beckedorf über den Niedergang der einstigen Volksparteien und die Konsequenzen für so manche Politkarriere. Die große Koalition der Verlierer, CDU und SPD. Die CDU in Baden-Württemberg bei der Europawahl minus 8,5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014. Auch bei der Gemeinderatswahl lange CDU-Gesichter. Die Grünen triumphieren in großen Städten und sogar in bisher traditionell konservativeren Regionen. Es ist offenbar eine solche Schlappe, dass CDU-Chef Thomas Strobel als Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl zurückzieht. Damit erspare sich die CDU einen quälenden und langen Entscheidungsprozess um die Frage der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 21. Statt Strobel soll jetzt Kultusministerin Eisenmann für die CDU ins Rennen gehen bei der nächsten Landtagswahl. Noch weiter nach unten zieht es die SPD im Südwesten. Bei der Europawahl minus 9,7 Prozentpunkte. Eine Schlappe bundesweit. Als Folge gibt SPD-Chefin Andrea Nahles ihre Ämter ab. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten. Ein politisches Erdbeben für CDU und SPD, die zwei großen Volksparteien. Doch für die Genossen geht es um mehr, meint SPD-Landeschef Andreas Stoch. Der Fortbestand der Sozialdemokratie stehe auf dem Spiel. Es geht ums Ganze für SPD und CDU. Ja, das zeigt auch der neueste Deutschland-Trend, heute veröffentlicht. Demnach liegen die Grünen erstmals bundesweit an der Spitze vor CDU, CSU und die SPD stürzt ab auf nur noch 12 Prozentpunkte, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Über all das sprechen wir jetzt mit Edda Markeli aus unserer Landespolitik-Redaktion. Hallo Edda. Guten Abend. Ja, sprechen wir mal über die SPD, wo das Pferd jetzt quasi erstmal unbesetzt ist, ein Riesendebakel. Und wie kommt das bei der Landes-SPD an, diese Situation in Berlin? Ja, da gibt es ein geteiltes Echo. Es gibt Erleichterung bei denen, die sowieso mit Nahles unzufrieden waren. Vielen war sie ja auch peinlich wegen mancher missglückter öffentlicher Auftritte. Die sind jetzt froh, dass sie weg ist. Aber insgesamt ist schon sehr viel Frust, Verzweiflung und auch viel Ratlosigkeit zu spüren. Und wenn man sich mit SPDlern unterhält, hört man dann so Sätze wie schlimmer geht's jetzt gar nicht mehr. Oder früher waren wir eine Volkspartei, wir waren gefürchtet und respektiert und heute werden wir bemitleidet. Und manche greifen dann sogar zum Galgenhumor und sagen, hier in Baden-Württemberg standen wir ja schon am Abgrund. Ja, und jetzt sind wir einen Schritt weiter. Ja, und jetzt nähern sich die Bundesumfragewerte denen im Land an. Mit dem Austausch von Vorsitzenden hat die Landes-SPD allerdings auch Erfahrung, muss man sagen. Allerdings, ja. Letztes Jahr erst haben sie ja Breymeier, die Landesvorsitzende, sozusagen vom Hof gejagt. Nach einem dramatischen Parteitag wurde es ja dann Andreas Stoch. Aber so richtig besser ist das ja eigentlich nicht geworden, oder? Kann man nicht sagen. Das bestätigt ja die letzte Kommunal- und Europawahl. Da ist die SPD ja trotzdem, trotz neuen Führungspersonals, weiter abgestürzt. Es hat also nichts gebracht, im Gegenteil. Und das, obwohl ja Andreas Stoch, der neue Vorsitzende, ja versucht hat, Ruhe in den Karton zu bringen und neue Strukturen aufbauen will, um eben letztendlich auch mehr junge Leute an die Partei zu binden. Junge Leute an die Partei zu binden, das Problem haben ja SPD und Union gleichermaßen. Bei den unter 25-Jährigen haben die Grünen bei der Europawahl mehr Stimmen bekommen als CDU und SPD gemeinsam. Das ist natürlich schon dramatisch. Wie ist das bei der Landes-CDU? Die ist ja jetzt auch bei dieser Europa- und Kommunalwahl mancherorts hinter die Grünen zurückgefallen.
Ja, und das hat die CDU natürlich tief ins Mark getroffen. Denn vom Selbstverständnis her ist die CDU in Baden-Württemberg die Baden-Württemberg-Partei, die Nummer eins. So hat sie sich immer selbst verstanden. Ja, und jetzt kaufen ihr die Grünen den Schneid ab und laufen ihr den Rang ab sozusagen. Und die Partei ist ja schon länger ziemlich nervös, weil sie ja mit ihrem Landesvorsitzenden Thomas Strobel sowieso unzufrieden war. Und deswegen wechselt sie ja jetzt auch die Pferde vor der nächsten Landtagswahl. Genau, neuer Jockey ist sozusagen Susanne Eisenmann, die soll es dann bei der Landtagswahl in knapp 2 Jahren richten. Ist sie die Richtige, um da den Trend umzukehren? Sagen wir so, im Vergleich zu Thomas Strobel, mit dem die Unzufriedenheit ja sehr groß war, ist sie momentan die Richtige. Es gab auch niemand anderen. Allerdings wird sie es auch nicht leicht haben, denn man hofft jetzt, dass sie Frauen an die CDU bindet, junge Leute an die CDU bindet, aber da ist ja viel Terrain verloren gegangen. Und ich würde sagen, wenn Kretschmann noch mal antritt, hat sie es sowieso ziemlich schwer. Der will sich nach dem Sommer erklären, da herrscht dann diesbezüglich zumindest mal Gewissheit. Was die GroKo angeht, ist allerdings alles ungewiss. Wird die das Jahr überdauern? Was meinen Sie? Also meine ganz persönliche Prognose ist nach vielen Gesprächen, die ich geführt habe, also sie wird zumindest mal bis Herbst halten. Aber sie wird natürlich nicht die ganze Legislaturperiode halten. Sie wird bis Herbst deshalb halten, weil im Herbst 3 Landtagswahlen anstehen. Und dann erst kommt es zum Schwur. Und momentan hat ja weder die SPD noch die CDU ein Interesse an Neuwahlen. Denn beide würden ja verlieren. Diese Angst vor Neuwahlen ist laut dem neuesten Deutschland-Trend ja durchaus berechtigt. Und schweißt vielleicht zumindest noch eine Weile zusammen. Wir werden das weiter beobachten. Danke für heute, Edda Markeli. Gerne.